Willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Kumula. Ja, hier können wir uns dran haken und ein Wind-Ding starten, eine Turbine. Und jetzt können wir tatsächlich mit den Kumulanern fliegen. Ja, was im letzten Part passiert ist, darüber sprechen wir nicht. Ist so. Will das Spiel mich verarschen? Das ist kein Scherz. Hat das Spiel die Absicht, mich einfach nur absichtlich in jeglicher Form verlieren zu lassen? Ich kann dazu nicht mehr viel sagen, denn es ist einfach nur offensichtlich ist es einfach nur. Ist das eine Parodie auf einen Tempel? Es ist doch nicht dein Ernst hier. Komm schon. Ey, du bist. Ach ja. Aber es ist ja ein Spiel. Ein Spiel. Was soll in einem Spiel schon passieren? Es macht ja Spaß. Größtenteils. Ja. Okay. Ah, das ist ja so ein. Ich habe das immer als Lampenkäfige gesehen. Auch wenn das nicht wirklich Sinn gemacht hat. Und hier ist Wind angegangen. Okay, wir wurden kurz bedroht und der Angreifer hat direkt wieder keinen Bock gehabt. Verständlich, ich hätte auch keinen Bock, in diesem Dungeon anzugreifen. Ich will in die Kiste. Du lässt mich bitte an die Kiste. Ja, danke. Ich meine, hier gibt's Geld. Zwani ist in Ordnung. Bring mich hoch hinaus. Ja, hier bin ich, denke ich, richtig. So. Hui. Das hatte was. Nee, du gehst aus. Dankeschön. Schön, dass der Rubinus-Band mir nicht mitnehmen kann. Schön, dass die Windturbine jetzt ausgeht. Dieser Dungeon. Ah, ich muss eh nichts mehr sagen. Ich habe alles gesagt. So, was haben wir hier jetzt? Rest zum. Okay, wir wollen wohl ganz darunter. Das klingt auf jeden Fall noch eine easy Aufgabe. Hey, da haben wir vorher die Karte. Nein, das fehlt uns raus, oder? Du schnappst noch uns. Das will ich aktivieren, wo ich schon mal da bin. So. Sterbe ich dabei vermutlich. Öffne eine Tür, okay. Und schließt sie. Boah. Liebes Nintendo. Das, was ihr mit Twilight Princess 7. Dungeon gemacht habt, finde ich nicht so schön. Bitte macht das nie wieder. Danke. Euer P. Ich möchte bitte nicht sterben. Danke, Dekoranja. Dein P. Ich schreibe jetzt Briefe, weil ich meine Wut nicht anders zum Ausdruck bringen kann. Hilfe. Nein, 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 nein. Ja, gacker doch. So. Wir sind noch hier.
Da runter. Hopp. Wehe. Danke. Ja, es wäre vollkommen meine Schuld gewesen. Aber ich hätte sie auf das Spiel geschoben. So. Haben wir jetzt hier. Okay. Ein etwas abgetrennter Raum. Es ist etwas. Okay. Eine Turbine. Und Heilmöglichkeiten? Fragezeichen. So. Au! Ich dachte. Oh. Ich dachte, das wäre was Gutes. Eisenstiefel nehme ich an. Weil das sieht mir etwas aus, als bräuchte das noch mehr Gewicht. Ja, Turbine aus. So. Jo, was bist du denn? Eine fliegende Echse. Du siehst sogar relativ stark aus. Okay, Kampfzeit. So, Pfeil. Au. Okay, aber sein Schild, wenn ihr mich fragt, sieht das aus, als würde es sagen, howdy how. Greif, hake mich doch, ja. Ja, genau, das tut das sehr gut. Oh! Warte mal, ha, jetzt habe ich mir die Greif. Nein, das schreckt ihn nicht wirklich ab. So. Ja, dann flieg halt wieder los, ist mir egal. Eigentlich ist wieder normal. Ja. Bist du tot? Nein, bist du nicht. Jetzt machst du fette Flug-Action, okay. Ich höre dich doch. Ja, oh mein Gott. Was zur Hölle? Oh gut. Komm, stirb. Na, saust du wieder los. Ist er durch? Gut. Willst du sterben? Ich wäre dir sehr zu Dank verpflichtet. Würdest du das tun? Oh, du hast dein Helm verloren. Ich habe sehr lange gebraucht, um das zu bemerken, gerade eben. Ah, was soll's? Ah! Oh, danke schön. Das Blut, ne? Man kämpft nicht einfach so gegen den Helden. Boop. Jo. Und dann kriegen wir jetzt wohl das Dungeon-Item. Okay. Und egal wie sehr ich das Gesamtkonzept dieses Tempels gleichzeitig mag, aber es richtig schrecklich ist, umso cooler ist das Item. Das Item, meine Freunde, ist ein Greifhaken. Aber Herr, wir haben doch schon einen. Ja, aber jetzt haben wir zwei. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was zwei Enterhaken bedeuten? Sie bedeuten das hier. Verdammtes Enterhaken in Enterhaken benutzen. Das ist so cool. Weißt du, das ist das Coolste, was es gibt. Wie gesagt, Dungeon Kacke Item. Oh mein Gott. Die Idee einfach zu sagen, ja, wie wär's mit einem
zweiten Enterhaken. Super geil. Und das nutzen wir auch gleich, indem wir ja jetzt wieder hier hoch gehen, wollte ich sagen, aber wir harkeln uns wohl eher hoch. Ja, das können wir auch gleich das machen, wo ich vorher einmal runtergefallen bin. Denn so kommt man hier wirklich weiter. Runterhängen lassen und rüber. Das ist auch so cool. Also der Dungeon hat wirklich viele richtig coole Ideen. Das muss ich ihm lassen nach wie vor, aber ja. Jetzt auch. Da. Anvisiert. Und wir fliegen. Das ist so cool. Alles so cool. Und hier bekommen wir jetzt vermutlich den Kompass. Ja, Kompass. So. Wie viel haben wir jetzt angeschaut? Wir sind jetzt mit der rechten Hälfte fertig, würde ich sagen. Ja, die linke fehlt halt noch. Ja, jetzt müssen wir einmal links rum, rechts rum, links rum. Der Dungeon ist gar nicht so unlinear. Also zu Anfang ist er wirklich sehr unangenehm. Aber er bessert sich. Jetzt beginnt der bessere Teil, würde ich einfach mal behaupten. Hier, wir hangeln uns unten an der Brücke lang. Cool. Wie soll ich das an? Bam. 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 Du stirbst. So, und das machen wir jetzt ein paar Mal. So, tot. Einfach so. Das. War doch nicht geplant. Oh Mann. Ich will ja Spaß bei diesem Tempel haben. Aber er lässt mich nicht. Er sagt, du willst Spaß? Du willst Spaß? Tja, das ist blöd gelaufen. Denn wir machen hier, machen hier keinen Spaß. Ich will doch gar nicht viel. Ich will nur keinen Scheiß. Wag es nicht, gut. So, hier gab es doch Herzen, ne? Stich, Schlitz. Gehe ich das Risiko ein? Ja. Oh, genau so. Das ist natürlich auch gut. Und jetzt andere Hälfte. Ha! Es ist ja erst so, dass ich erst ein bisschen in dem Tempel unterwegs bin. Denk immer an den Doppelgreifhaken. Der Doppelgreifhaken ist so cool. Ich meine, man kann so coole Greifhaken-Action-Scheiße damit machen. Ich frage mich immer noch, warum die Türen hier automatisch aufgehen. Waren sich die Herren und Frauen, Wesen, Komulaner etwa nicht fein genug? Danke. So. Schon wieder. Cool. Das ist cool. Das sind gute Ideen. Eine andere gute Idee ist auch, dass wir hier schon waren. Und jetzt dank dem Item weiterkommen. Das ist zwar nichts allzu Neues. Aber davor halt auch nicht hier, wieder hierher kam. Das ist cool. Kinder. Das ist eine gute Idee. So, wieder rüberhangen. Ah, hier geht's runter, okay. Ich dachte mir schon. Hui. Alle fallen. Da geht's weiter. Musik ist immer noch komisch, je länger man drüber nachdenkt. Ja. Schlump und meh. Die Kiste brauche ich nicht.
Nur schnöder Mammon. Ich brauch das Geld echt dringend. Oh, ich kann meine Flasche füllen, nicht wahr? Das ist... exzellent weg mit dir. So. So. Das ist gutes rotes Elixier. 8 Herzen, das ist gut. Und was bist du? Wer weiß denn, was passiert? Was? Toll. Rotes Elixier auch gleich mal verbraten. Ey, das. Das pisst mich jetzt schon ein bisschen an, ja? Ja. Ja. Das trifft es ziemlich gut. Ist natürlich eine Wurzel lang. Komm. Aber nichtsdestotrotz ist es ja kein Problem. Weiterzumachen. Und zwar. Oh, wirklich. Gut gemacht, Link, gut gemacht. Ich möchte hier sterben. Ey. Geht doch. Und dahin. Können wir dich bitte auch damit aktivieren? Er müsste eigentlich gehen. Ja! Joho. Nein. Doch. Puh. Es ist immerhin nicht so, sagen wir mal. Vielleicht ist es schön. Deprimierend, wie bisher. Will ich die Kiste? Ich muss kurz nachgucken, ob ich diese Kiste will. Ja, die will ich haben. Hallöchen. Den Stempel Tante. Toll. Schaut auf die Kiste. So. Was zum. Dich kenne ich. Schubst mich nicht runter. Wag es einfach nicht. Ach, genau, aus dem ersten Tempel, ich erinnere mich. Aber, jetzt habe ich Pfeile. Du hast nichts, du weißt nur auf mysteriöse Weise sehr viel Pfeilen aus. So, und jetzt bist du tot. Flump. So. Widersetze dich nicht dem Link. Was hast du bewahrt? Auch ein Schlüssel? Nö, nichts. Du warst einfach nur da. Gut. Blödes Vieh. Wirklich. Musste jetzt noch eins kommen. Musste das sein. Habt ihr euch gedacht? Was fehlt hier noch? Ah ja. Diese Viecher. Wie komme ich hier weiter? Du bist da ran? Ja, gut. Gut. Oh je, wohin jetzt? Wohin jetzt? Wohin jetzt? Dahin. Oh Gott, wie knapp war das? Ziemlich knapp. So. Ah ja. Hier kann, in dem Raum kann man ein Herzteil finden. Und zwar, wenn man jetzt über diesen schmalen Pfad geht, den man eben gesehen hat.
Glaube ich zumindest. So, stirb. Danke. Genau, da, das da links unten sollte ein Herzteil sein. Aber das will ich gar nicht haben. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bei The Legend of Zelda Twilight Princess. HD. Wow, hurra.